Hallo Freunde, ich muss euch eines sagen. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Ich weiß, das ist nicht von mir, sondern von Heinrich Heine, aber es zeigt die Situation, in der wir uns befinden. Und alle schlafen. In diesem Video werde ich einmal meine Sicht der Dinge darlegen, Stand heute. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, was wirklich Sache ist. Denn das, was Putin macht, das, was alle machen, das geht an euer Geld, das geht an eure Geldbörse. Nicht nur über die Inflation, sondern sie gehen wirklich auf dein Geld los. Ich habe natürlich auch eine mögliche Lösung für dich. Aber zuerst einmal zur Situation. Und sei clever und hör dir das an. Es wird sicherlich was Neues für dich dabei sein. Also erstmal, wir befinden uns, wie wir ja wissen, im Kriegszustand mit Russland. Warum das so ist, müsste jeder wissen, weil wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg keinen Waffenstillstand geschlossen. Es gibt zwar Verträge, die ein bisschen so ähnlich sind, aber einen echten Waffenstillstand gibt es eben nicht. Es gibt sogar Menschen, die sich jetzt hinstellen und sagen, dass durch die Aktion, dass wir jetzt NATO-Waffen und NATO-Soldaten auf dem Gebiet der früheren DDR, also in unserem geliebten Ostdeutschland, erlauben, dass wir dadurch Verträge gebrochen haben, die wir bei der Wiedervereinigung geschlossen haben, die es völkerrechtlich ermöglichen, angeblich, dass die Sowjetunion, jetzt ja Russland als ihr Nachfolger, diese Gebiete, die wiedervereinigt worden sind, zurückfordern könnte. Das wird sicherlich nicht passieren, aber es ist eine Möglichkeit und es zeigt, wie ohne jegliche Sensitivität die Deutschen da vorgehen. Die Frau Baerbock hat sich ja heute hingestellt und hat gesagt, wir wollen der Ukraine Waffen besorgen. Sie brauchen Waffen und vor allen Dingen schwere Waffen. Das ist im Grunde eine Kriegserklärung. Und in Deutschland streiten sie weiter darum, wie viel Gs es nun wie weit und wann wieder mal vielleicht geben könnte und ob Hamburg oder nicht Hamburg und dieses oder jenes Gebiet dann wieder, ja, mit derselben Begründung wahrscheinlich wie hier auf Zypern, das in China machen sie es ja auch. Fakt ist, dass ja nicht nur die Frau Baerbock im World Economic Forum eine gute Rolle spielt mit dem Herrn Schwab und allen diesen Dingen, großer Reset ist das Stichwort, sondern es gibt ja auch andere, der Herr Trudeau zum Beispiel in Kanada oder auch unser französischer Freund. Ja, es gibt so viele, die da so involviert sind und nicht überraschend, auch die Russen sind natürlich da involviert. Vielleicht ist das ja alles nur ein Spiel, um diese ganze Sache auf dem Rücken der armen Menschen der Ukraine natürlich, um diese ganze Sache mal voranzutreiben mit dem Reset. Wie bekommen wir eigentlich die Volkswirtschaften kaputt? Wie bekommen wir den Reset eigentlich hin? Ich höre ja immer, wie die deutschen Politiker zum Beispiel sich freuen über diese höheren Benzinpreise, weil da wird ja weniger Auto gefahren. Und jetzt wird ja plötzlich Windenergie und Sonnenenergie noch konkurrenzfähiger. In anderen Ländern gibt es Steuererleichterungen sofort oder die Überlegung, eine Steuer, die es gibt auf Benzin beispielsweise, auszusetzen oder anderweitig zu helfen. In Deutschland allerdings reden wir darüber, dass wir jetzt die Möglichkeit nutzen sollten, Windprojekte voranzutreiben. Freunde, wann macht ihr denn eigentlich genug Wind, um diesen Idioten mal zu entfernen? Also der Habeck, ohne jegliches Wissen von wirtschaftlichen Zusammenhängen, möchte jetzt also gerne die Windkraft stärken. Super. Ja, er möchte das unterstützen. Und wir erinnern uns ja, während der Corona-Pandemie war ja lange
ist überhaupt unmöglich, unser Pflegesystem zu unterstützen mit irgendwas, was mit Milliarde oder irgendwie zu tun hat. Aber unseren Verteidigungshaushalt ohne Not, den verdoppeln wir einmal schnell. Ja, wir wollen ja jetzt auf die 2%, die wir der NATO ja versprochen haben, da wollen wir endlich mal auf diese 2% hoch und haben ja erstmal 100 Milliarden in die Hand genommen und außer Rüstungsfirmen interessiert es eigentlich gar keinen. Spannende Sache, weil natürlich geht alles Hand in Hand. Schweden und Finnland sollen jetzt schnell in die NATO. Die russische Reaktion war natürlich zu sagen, und das ist sicherlich auch richtig, dass es überhaupt keinen positiven Auswirkungen auf irgendwelche Frieden- oder Balancebemühungen in Europa hat. Wie sollte es auch? Die Sache geht weiter. Der Joe Biden, so wird zumindest kolportiert, wahrscheinlich weiß er seinen eigenen Namen nicht mehr, aber der liebe Joe Biden hat sich hingestellt und hat gesagt, dass er jetzt seine Administration, also die amerikanische Regierung, angewiesen hat, sich hinzustellen und der Ukraine oder die Ukraine mit Waffen zu versorgen. Auch dies ist eine Kriegserklärung. Wir freuen uns darauf. Ich glaube also, dass jetzt langsam Menschen darüber nachdenken, was denn wirklich passieren kann, / vielleicht sogar passieren soll. Also Europa soll anscheinend wirklich einen Krieg führen. Nicht irgendwas Lokales, ein bisschen in der Ukraine, ein bisschen Schwierigkeiten in der Nahrungsmittelversorgung, ein bisschen vielleicht neuer arabischer Frühling, ein bisschen neue Flüchtlingsströme in Massen. Wir nehmen sie ja, woher sie auch immer kommen. Ja, die Ukraine scheint ja anscheinend sehr viel Menschen zu haben, die dunkle Hautfarbe haben, weil sie werden ja jetzt aus allen Ländern angenommen, die ja angeblich aus der Ukraine kommen. Ich habe überhaupt nichts gegen Flüchtlinge, überhaupt nichts. Und ich freue mich auch, und die Einzelschicksale sind wirklich furchtbar. Aber ganz ehrlich, es kann doch nicht angehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was könnte denn passieren? Ich persönlich glaube, es passiert Folgendes. Es wird so lange Druck gemacht, bis der Russe sich gezwungen fühlt, mal seine echte Tatze auszufahren. Ihr wisst alle, was das heißt. Das heißt, wir werden demnächst einen Nuklearschlag bekommen. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für größer inzwischen als 50%. Und ich denke, dass es da natürlich viele Spielmöglichkeiten gibt. Die Russen haben ja, damit ihnen das nicht angehängt werden kann, so wurde auf der einen Seite kolportiert, auf der anderen Seite wurde kolportiert, damit sie etwas machen können, haben sich ja Tschernobyl, den Reaktor da, unter den Nagel gerissen. Ja, also entweder könnte da irgendwas passieren oder man könnte, weil verschiedene europäische Nationen so Bock drauf haben, mal loszuschlagen und so schon Waffen liefern und alles machen wollen, es könnte ja mal passieren, dass irgendeine Hauptstadt demnächst mal ohne Strom dasteht. Und zwar für viele, viele Jahrzehnte. Was könnte es sein? Welche Hauptstadt bietet sich an? Es wird sicherlich nicht Berlin sein. Vielleicht Warschau? Ja, die machen am meisten Wind, die Polen. Und wenn es irgendjemanden trifft, die haben gute, gewachsene Beziehungen mit der Sowjetunion, guter Hass, dann könnte es vielleicht da mal einschlagen. Also wir hoffen, dass das alles nicht passiert, aber die Möglichkeit besteht. Und deswegen ist die Frage, wer wird sich denn wann irgendwo hinstellen und sagen, hört mal auf damit. Die Agenda, über die wir seit Jahren reden, auch mit dieser lustigen Pandemie, die wir alle erleben und immer noch erleben. Diese Agenda ist ja klar. Wir brauchen eine Ablösung des im Augenblick herrschenden Währungssystems. Es gibt keine andere Chance. Die Schulden der Staaten sind so groß,
dass es nicht möglich ist, das über die nächsten Jahre aufrechtzuerhalten. Die Wahrheit ist, es gibt Menschen, die warnen davor schon 10 Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre und waren bisher immer die Loser. Ich selbst sage immer, wir sterben an einem Tag, an allen anderen Tagen bleiben wir leben. Das heißt, die Chance für positive Dinge ist immer größer als die Chance für negative Dinge. Die Menschen fokussieren aber immer auf das Negative und enthalten sich deswegen Chancen. Ich als Trading Coach kann ich euch auch versichern, dass Trading vielleicht die einzige Möglichkeit ist, für dich und deine Familie diesem ganzen Idiotenkram zu entfliehen. Denn solange es irgendwelche Börsen gibt, kannst du Geld verdienen, egal welche Währung das dann sein wird. Wenn du aber einer normalen Arbeit nachgehst, ist dir hoffentlich klar, dass 50-60% aller Arbeitsplätze in den nächsten Jahren wegfallen werden. Durch Roboter, durch künstliche Intelligenz und vieles andere mehr. Es wird rationalisiert werden ohne Ende. Weshalb meinst du denn, machen sie das mit diesem Grundeinkommen? Warum machen sie diese Pilotprojekte? Warum gibt es diese Grundversorgung? Damit du und alle deine Freunde nicht aufstehen und die Elite entsorgen. Deswegen. Und jeder sagt, ist doch geil, da schaue ich mal den ganzen Tag Netflix, fliege ein bisschen in der Gegend rum, mache ein bisschen Urlaub und für lau muss ich nicht mehr arbeiten. Arbeiten habe ich eh keinen Bock dazu und so weiter und so fort. Wach doch bitte einmal auf. Wir haben ein System im Augenblick, was darauf beruht, auf Vertrauen. Vertrauen, dass das Geld, was du hast, irgendetwas wert ist. Die Wahrheit ist, was kann es denn wert sein, wenn du innerhalb von diesen 2 Jahren jetzt plötzlich fast das Doppelte an Geld hast, ohne dass viel Wirtschaftskraft dazugekommen ist, ohne dass es die entsprechenden Produkte gibt. Und es gibt ja Schwierigkeiten am laufenden Meter. China hat teilweise vollen Lockdown. Dass diese nicht alle an der Raffel haben, wissen wir ja. Aber wir werden, nachdem wir amerikanisiert worden sind mit dieser Globalisierung, werden wir nicht chinesisiert. Denn wir werden alle unseren Social Score kriegen. Wir haben es schon gesehen, Pilotprojekte laufen. Kanada beispielsweise. Da haben sich ein paar Trucker hingestellt und haben gesagt, wir protestieren gegen die Maßnahmen. Was ist passiert? Ihr wisst es. Die haben ihre Konten gesperrt bekommen. Ohne Gerichtsentscheidung. Einfach Konten gesperrt bekommen. Selbst bei Kryptobörsen wurden Kanadier gesperrt, weil die Regierung sich hingesetzt hat und hat durchgegriffen. Das heißt, deine Pseudo-Anonymität läuft nicht. Du bist jetzt schon gläsern. Aber statt dass du dich, solange es noch Wahlen gibt, dich hinstellst oder vielleicht mit anderen Menschen anfängst, eine Partei zu gründen, sagst du einfach, passt schon, sympathisch, die Annalena und der Herr Habeck und die ganzen Freunde, wie geil. Und ich bin auch so woke und ich finde es auch total cool, dass wir jetzt nur noch mit Windenergie und hin und her und tralala, bar jeglichen Wissens. Diese Menschen, die da an der Macht sind, sind vollkommen minderbemittelt. Schau dir doch mal den Joe Biden an. Mit dem muss man Mitleid haben. Ja, ich mag den Typen ja nicht, aber ich kann gar nicht mehr böse sein, weil was nützt es denn, auf kranke Menschen einzuhämmern? Der Junge wird von irgendjemandem als Marionette gehalten, wie im Käfig. Mal ein bisschen rausgelassen und hin und her. Es gibt Videos von ihm, da ist er total irritiert in einem Raum und weiß gar nicht mehr, wo er ist anscheinend. Ja, das ist der mächtigste Mann der Welt, der US-Präsident. Es ist einfach traurig. Es soll aber wohl darauf hinauslaufen, weil ja wir unser System zerstört bekommen. Wer das noch nicht sieht, dem kann ich gar nicht helfen. Die Banken haben den Status von Halbgöttern. Sie entscheiden, ob du Geld hast, ob du ein Konto aufmachen kannst,
ob du Geld dorthin überweisen kannst. Wenn du zur Bank gehst, die fragen dich, wofür brauchen sie das Geld? Da kannst du noch 100-mal sagen, das ist doch meins. Versuch es mal abzuheben alles. Das geht gar nicht. Ja, versuch es mal. Es geht gar nicht. Wenn du mir jetzt sagst, hier Oliver, das stimmt doch gar nicht, ich habe 499 Euro auf der Bank, na klar kann ich die abheben, dann tust du mir sowieso leid. Dann solltest du ohnehin an deinem Leben etwas ändern. Ob es Trading ist oder was anderes, entscheidest du selbst. Aber die Wahrheit ist doch, wenn du mehr Geld hast als der normale Bürger, überleg mal, du hättest 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen, versuch die mal abzuheben, keine Chance. Ich kann mein Geld nicht abheben, keine Chance. Ich werde gefragt, wenn ich irgendwas über 10.000 Euro abheben will, wofür das ist. Was geht denn das an? Ich sage immer, ich möchte es verschenken auf der Straße. Ja? Oder ich habe eine Frau getroffen, die gefällt mir gut, die hat gesagt, wenn ich mit ihr Abendessen gehen möchte, wie gesagt, keine sexuellen Gefälligkeiten, sondern Abendessen gehen will, das kostet 12.000 Euro. Kann ich die bitte haben? Da gucken die mich nur an wie ein Auto. Ja? Zu Recht in dem Fall. Aber sie sagen, am liebsten sagen sie nein. Meine Lösung ist dann immer, ich sage, ich schreie so lange in der Halle, bis sie mir das Geld geben. Dann kriege ich es immer. Aber es ist ja auf Dauer auch keine Lösung. Lange Rede, kurzer Sinn. Unser Finanzsystem ist in Gefahr. Wir waren früher goldbasiert. Dann kam Bretton Woods und wir haben es auf Versprechen basiert. Diese Versprechen sind inzwischen alle gebrochen worden. Und Russland ist jetzt mit anderen zusammen, auch China denkt darüber nach, auf dem Wege, eventuell es an Commodities, also an Waren zu binden. Die Russen, die meisten deutschen Zeitungen haben natürlich überhaupt nicht und auch Fernsehen hat nicht darüber berichtet, die Russen haben jetzt bis zum 30. Juni angefangen, ihren Rubel. Viele haben sich gewundert, wieso geht denn das Ding plötzlich steil? Warum ist der Rubel jetzt plötzlich wieder viel mehr wert? Das gibt's doch gar nicht mit all den Sanktionen, die wir da machen. Warum ist das so? Sie haben ihren Rubel gebunden an Gold. Die Russen sind einer der größten Goldbesitzer auf der Erde. Die haben die ganzen Jahre Gold gekauft. So, und die stellen sich jetzt hin und sagen, 5.000 Rubel, 1 Gramm Gold. Wer jetzt rechnen kann und sagt, eine Unze, das sind ein bisschen mehr als 28 Gramm, da sind wir irgendwie bei 141.000 Rubel, quergerechnet, das ist ja billiger als das Gold, wenn ich es jetzt kaufe und hin und her. Die haben das noch gar nicht begriffen. Aus Russland kann im Moment keiner irgendwelche Waren verkaufen, weil wir uns einfach auf blöd stellen und sagen, nee, mit dir machen wir keine Geschäfte. Auf wessen Kosten? Auf deine Kosten. Auf deine Kosten und auf meine Kosten. Anstatt uns diesen Vorteil zu verschaffen, dass wir billig Gas kaufen können aus Russland, werden wir bestraft. Sie überlegen ja nicht nur das teure, schmutzige, umweltunfreundliche Gas, was ja mit Schiffen gebracht wird, die ja wieder mehr CO2 verbrauchen, beziehungsweise CO2 produzieren, nicht verbrauchen natürlich, die verbrauchen nur Öl. Diese Freunde, die das veranstalten, die lassen dich das teuer bezahlen, anstatt sich hinzustellen und zu sagen, wir nehmen lieber das, was durch dieses schöne Rohr, was wir da schon belegt haben, durch diese Nord Stream 2 Pipeline kommt, das nehmen wir, das ist umweltfreundlicher und billiger. Nein, du wirst bestraft dafür, dass Putin gerade einen Krieg angefangen hat. Vielleicht auch gezwungen wurde. Das ist ja immer so die Frage. Ja, Ursache, Wirkung und so weiter und so fort. Da diskutiert ihr ja immer wild unter meinen Videos. Ja, und die meisten machen sich ja gar keine Mühe, das Video anzuschauen, sondern sagen einfach, oh, du Putin, verstehe, mach's dir selbst. Das ist natürlich ganz traurig, das zeigt, wie wenig Gehirn die mitbringen. Also, Punkt ist das, er macht das jetzt, er verbindet Gold mit dem Rubel. Er sagt,
Rubel brauchst du, damit du bei uns Öl kaufen kannst. Damit bindet er diese Commodities, diese Waren ein bisschen auch zusammen. Er hat dann die Möglichkeit, logischerweise, dieses Angebot läuft bis zum 30. Juni, danach sich hinzustellen und diese Rate, diesen Kurs neu festzusetzen. Er kann dann auch sich hinstellen und sagen, ich binde jetzt den Rubel vollständig an Gold. Es gibt Menschen, die sagen, ja, was für ein Blödsinn, das hat ja früher nicht funktioniert und hin und her. Aber A, ist die russische Wirtschaft eine, die eben nicht im Defizit die ganze Zeit rumeiert. Es ist eine Wirtschaft, die, ich glaube, eine Auslandsverschuldung von 14% oder 15% hat und nicht wie wir von 100 oder mehr. Ja, von daher kann das gut klappen, vor allen Dingen, weil sie ja was dagegen haben, was sie verkaufen wollen. In dem Augenblick, in dem sie das zusammenschließen, und das geht in einem so zentral geführten System viel besser als in unserem, ist das eine Möglichkeit. Das ist zumindest eine Möglichkeit, sich zu wehren gegen die Sanktionen. Und wenn dann noch die Chinesen mitmachen und die Inder werden sowieso mitmachen und die Afrikaner werden vielleicht mitmachen, dann sieht es vielleicht schon mal ganz anders aus. Weil die interessante Sache ist doch die, der Dollar war die ganze Zeit quasi ans Öl gekoppelt. Erinnert euch an diese Sache Petrodollar und hin und her und tralala, dieses System. Könnt ihr mal googeln, könnt ihr mal euch informieren darüber. Also dieses Petrodollar-System ist dabei abgelöst zu werden, weil viele jetzt schon Öl eben gegen Rubel oder gegen Yuan kaufen. Und das könnte eine Ablösung des Dollars bedeuten mit kommender Hyperinflation. Der Euro ist sowieso ein Konstrukt, was nur künstlich am Leben gehalten wird. Die Europäische Zentralbank stellt sich ja hin und sagt, okay, Inflation, naja, ist nicht so schlimm. Sie sagen irgendwie was von 7%. Jede Hausfrau weiß und jeder Hausmann weiß und jeder mit ein bisschen Gehirn weiß, dass es natürlich ein Witz ist, ja, wenn du das Doppelte an Elektrizität zahlst oder 70% mehr an Benzin zahlst oder sonst irgendwas, dann kannst du ja nicht sagen, wir haben eine Inflation von 7%. Genau, weil irgendwelche Telefone und Armbanduhren billiger geworden sind, das ist doch ein Witz. Also, Fakt ist, du wirst belogen von vorne bis hinten und solltest langsam mal dich auf den Weg machen, vorzusorgen für dich und deine Familie. Wenn du das nicht machst, dann wunderst du dich wahrscheinlich auch, wenn du irgendwie im Radio hörst, dass es irgendwo einen Nuklearschlag gegeben hat. Du wunderst dich vielleicht, wenn deine Söhne eingezogen werden vom Militär und müssen in den Krieg ziehen für irgendwelche idiotischen Politiker. Ja? Also, bitte wache auf, bitte mach was dagegen, wähl anders, sag denen, dass du das nicht willst und hör auf, mit dieser Woke-Scheiße dich zu fokussieren auf irgendwelche Sternchen oder so, Gender-Sternchen. Seid ihr noch alle sauber? In dem Sinne, eine gute Woche. Euer Olli. Ciao.